Aha. So. Da guckst du blöd, ne? Oh, das war befriedigend. Gebe ich zu. Also auf kranke Art und Weise war es echt befriedigend. Wobei da jetzt einfach nur noch ein Haufen Matsch übrig ist. Und ich die Hunde nicht mag. Die sind böse. Nee! Nee, das sieht mir zu gefährlich aus. Ich will nicht. Nee, ich gehe wieder runter. Nee. Echt nicht. Und ich höre schon wieder Krähen. Ich muss da hoch. Ich brauche irgendwas zum Löschen. Ich renne jetzt nicht dreiviertel Spiel zurück, nur um mir einen verfickten Schlauch zu holen. Ah, okay, nee, man kann ja vielleicht doch rein. There's no power. Locked from the other side. We're going to. Ist hier? Nichts. Brauchen dürfen wir ja nicht. Ja, gut, dass einfach so ein Fass steht, ne? Was einfach nur da bereit ist zu explodieren. Not working anymore. Die Uhr oder was? Okay. Komm ich hier rein? Ne? Okay, von mir aus. Mir soll es egal sein. Aha. Oh, Tagebuch des Mechanikers. Ich weiß, dass du von deinem neuen Job jetzt sehr beschäftigt bist, Kevin. Aber lass mich dir sagen, wie du. Blablabla, you can get along just fine. Wie du mit dem Zug gut umgehen kannst und auch, ja, wie auch lange hält. Weißt du, diese Waggons wurden im Jahre 1968 gemacht und dann von Europa importiert. Manchmal machen die ein bisschen Ärger, aber sie funktionieren immer noch, weil sie halt einfach aufgebaut sind und vor allem auch stark sind und stabil. Wir können uns immer auf sie verlassen. Wenn sie mal einen schlechten Tag haben und nicht so gut funktionieren, musst du einen ja, sehr scharfen Blick auf ihre Schaltkreise werfen. Sobald du irgendwas bemerkst, was falsch läuft, wirst du in der Lage sein, es einfach zu beheben. Ich bin mir sicher, dass du diese kleinen fehlenden Funktionen oder Falschfunktionen irgendwie hinbekommst oder verhindern kannst, wenn du die Teile jeden Tag kontrollierst. Diese alten Züge werden auf jeden Fall Probleme haben, wenn du vergisst, diese nämlich zu überprüfen. Erinnere dich einfach daran oder denk daran, if you need to place anything, you have to choose a suitable part. Wenn du irgendwas austauschen musst, musst du auch das passende Gerät finden. Wenn ich meine passend, meine ich, dass du auch wenn du kein Originalpart finden kannst oder kein Originalteil finden kannst, dass du irgendwas anderes findest, was halt gut genug funktionieren wird. So, auch wenn wir ja auf das Öl achten müssen, bla bla bla, musst du immer auf eine gute Qualität des Öls für diese Züge achten. Vergiss niemals, dass ein Mann immer andere Männer betrügen kann, aber oder dass ein Mann andere Männer betrügt, aber eine Maschine dies niemals tut. Ach, wie schön. Nochmal philosophisch zum Ende hin. Ja, was ist denn da jetzt los? Some of the parts seem to be out of order. Ja, das kann sein, dass ich... The power cable is disconnected, the fuse is broken, the mixed oil has been used up. Oh, okay. Also Öl, eine Sicherung und... You're one of the survivors from the rescue team, right? I just ran into your teammate, Carlos. How did a girl like you manage to survive? Hey, I'm no ordinary civvy. I'm a member of STARS. STARS? You mean the RPD Special Force Team? Ugh. Hey, is someone wounded back there? Nein, die habe ich Ketchup ausgelaufen. Auf jeden Fall das Kabel, was ich schon gefunden habe. Kann ich schon mal montieren, eine Sicherung fehlt mir. Und ich habe ich was zum Heilen da? Ich habe was zum Heilen da, ja. Und Öl. Oh, this looks bad. They're coming. Get ready! Fire! Fire! Stay together! Calm down. You're safe now. Everything is gonna be okay. Kann ich hier noch was looten? No. Don't come any closer. Stay away. Na gut. Wie du willst. Gucken wir mal weiter. Und wenn jetzt hier eine Kiste und eine Schreibmaschine wäre, würde mich schon, um ehrlich zu sein, sehr wundern. Aber okay. So, Jill,
Did you decide to help us out? It looks like we're the only ones who survived. We should work together. No, we can't trust her. Why? But Sergeant, we need her help. Our unit's down to you, me, and Lieutenant Mikhail. That's it. And Mikhail's hurt bad. If we don't cooperate, we won't be walking away from this mission. Fine. Then let's go over our plan. We're moving to the clock tower area, which is the designated landing zone for the extraction chopper. Once we get there and give the signal, the chopper will fly in and pull us out. That's a lot of ground to cover. I don't think we can make it on foot. The main problem we have is that the landing zone is cut off from here by the fire. So we have no choice but to use this cable car to navigate through it. Fortunately, we can also use it as a moving shield to get us through the worst areas. That works for me. Good plan, sir. Okay, people, let's get moving. Jill, put this on. Was hab ich? Was hab ich bekommen? Darf ich jetzt mehr tragen? Oh, das wäre geil. Ja, tatsächlich! Oh, wie geil ist das denn? Oh, danke, Carlos. Das war echt mal nett, ne? Kann ich anders sagen. Schön. Was ist das für ein Schlüssel? Take the wrench, okay. Wofür? Ja, okay, damit. Ja, aber den Feuerwehrschlauch brauche ich nicht. Wenn wir uns am Feuer vorbeimogeln, dann brauche ich den Feuerwehrschlauch eigentlich wirklich nicht mehr, ne? Was kann ich denn mit Schraubenschlüssel benutzen? Momentan Control Room, okay. Also fällt mir jetzt gerade nichts ein, was ich damit anfangen könnte, um ehrlich zu sein. Kurz überlegen. Ich frage mich nur, warum die ganzen Leute irgendwie so einen Akzent hatten oder so. Also nicht, dass mich das stört. Was kann ich denn mit dem Wrench anfangen? Ich habe keinen Bock auf Nemesis mehr. Ich sag's direkt. Die Hunde sind tot, die wurden pulverisiert. Von mir. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ist mal nur Scheiß. Geh mir nicht auf den Sack, habe ich gesagt. Da komm nicht rüber. Kein Problem. Willst du nur nicht das Bäuchlein? Das finde ich gut. Ich würde nur, dass ich irgendwann wieder zurück muss. Aber ich kann mich da draufstellen und den notfalls messern. Ne? Also, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich würde es trotzdem auf Rückweg gerne mal so einen coolsten Abstecher. Vielleicht. Zum Speicherraum machen. Wo bin ich jetzt gerade hier nochmal gelandet? Aha. Was war hier? Ach, die war, glaube ich, auch von der anderen Seite verschlossen, hier die Tür, ne? Genau. Kein Bock auf Nemesis, ne? Das gilt nach wie vor Spiel. Bisher ist das Verständnis noch da. Schlimm. Der ist tot. Da war gerade ein animierter Lüfter, ne? Da frage ich mich jetzt gerade, hat der irgendeine Bedeutung? Kann ich damit irgendwas machen? Normalerweise kam er eigentlich immer vorgerendert. Was war jetzt hier nochmal? Hier war irgendeine Abzweigung, genau, die mich entweder zur Gas Station führt, genau. Das heißt, müsste ich eigentlich hier lang, ne? Hier so. Dann komme ich wieder zurück. Na, willst du mich verarschen? Ja, noch ein paar. Oh, guck mal, ist sogar ein Dicker dabei. Ja. Komm, dann spendieren wir mal einen Shotgun-Schuss, oder? Oder fünf. Oder wir lassen es einfach sein und nehmen doch die Pistole. Das geht natürlich auch. Combine. Lauf! Guck mal, direkt der 180 hat direkt was gebracht. Geil, ne? Scheiße!
Kann sein, dann fall du wenigstens um. Was ist mit dir? Du lebst noch. Du lebst nicht mehr. Lad nach. So, alle tot? Die Dicke hat doch bestimmt was für mich. Okay, ich habe mir noch nichts. Das ist sehr schön. Da ist auch nochmal Heilung drin. Da ist viel Heilung drin. Holla die Waldfee. Oh, nehmen wir natürlich mit, ne? Wieder die blöd. Die Frage ist, soll ich die direkt komplett zusammenmixen? Oder schaue ich erstmal, dass ich vielleicht zurück in den Safe Room komme? Und da habe ich ja auch noch ein bisschen was Rotes da. Green Herb. Was zum Teufel ist das? Was tut es? Bronzestatue von Raccoon City Bürgermeister Michael Warren. Da ist ein Schalter. Natürlich will ich ihn drücken, so klar. It's holding something in its hand. Ah! Okay, 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 okay. Das ist nämlich in der Nähe vom Restaurant. Das heißt, ich muss gleich sowieso lang. Da kann ich das Buch nämlich, glaube ich, auch anwenden. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Klar will ich das haben. Jetzt ist es rot. Nemesis. Das Schlimme ist ja, ich habe jetzt schon schlecht gewissen, weil ich ihn so lange nicht mehr gesehen habe, ne? Weil ich denke, okay, hör mal, der ist seit 5 Räumen nicht mehr erschienen. Mag der mich nicht mehr, oder? Bin ich etwa alt geworden? Hat das Interesse an mir verloren? Ja, ich gehe zum Safe Room, komm. Ist, glaube ich, auch der kürzeste Weg Richtung Restaurant. Restaurant. Krankenwagen draußen, ne? Man hört es vielleicht. So. Gut. Die Frage aller Fragen ist, ich glaube, ich gehe trotzdem erstmal zurück zur Gas Station. Machen wir ja schon mal bereit für, ne? So, dann würde ich sagen, schmeißen wir dich erstmal weg. Dich packen wir... Dich lassen wir mal drin, weil in der Gas Station kann es durchaus sein, dass wir dich da gebrauchen könnten. Ja, ich mixe erstmal ein bisschen, vielleicht. Power Cable. Könnten wir eigentlich auch schon mal im Zug anbringen, ne? Da ich mir jetzt nicht so ganz darüber im Klaren bin, wie hoch die Gefahren sind, die wir jetzt, denen wir gleich begegnen werden. So, haben wir schön Gammelkraut, auch nicht schlecht. So. Ich lasse das gute Kraut mal weg, ne? Das nehme ich jetzt mal nicht mit. Dich nehme ich aber nochmal mit, weil so ein bisschen Munition können wir nochmal gebrauchen. So, zack. Achso, nee, wir kombinieren jetzt mal die beiden miteinander. Habe ich nochmal ein A? Weil ich habe ja, glaube ich, das Potenzial, noch 2 A's zu kriegen im Restaurant. B. Ha, guck mal, jetzt nochmal ein A. Ich kann bestimmt nämlich auch 3 miteinander verbinden, dann kriege ich nochmal einen kleinen Bonus, gehe ich mal von aus. Boah, das sieht doch erstmal ganz passabel aus von den Vorräten, die wir jetzt erstmal haben. So, Kombine. Triple A! 55 Schuss, leck mir an der Fort. So will ich das sehen. Und so wirkt es auch wieder etwas komfortabler. Gut, dann packe ich dich weg, dann packe ich dich weg, dann packe ich dich auch weg. Wir nehmen die Kurbel mit und wir nehmen dich mit. Nein, wir nehmen dich mit, weil den kann ich nochmal mit dem roten Notfalls nochmal mixen. Und das Farbband, genau. Und dann safe wir jetzt erstmal zwischen. Da haben wir jetzt heute zumindest schon mal einen kleinen Fortschritt erlangt. Ich habe letztes Mal, habe ich mir schon, also was heißt letztes Mal? Heute eigentlich auf dem Weg nach Hause, habe ich schon gedacht, ah ja, ja, wenn du nachher aufnehmen willst, ne? Wo bist du überhaupt gestorben? Was hast du bis zum Sterben getan? Ich wusste es nicht mehr, ne? Das habe ich auch gemerkt, deswegen war ich auch nicht im Restaurant. Am Anfang bin ich direkt erstmal durchgejagt. Ne, gut, okay. So, dann packen wir das erstmal wieder weg. Das Farbband. Und, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal Richtung Tankstelle. Ich mag mich täuschen, also es kann sein, dass ich vielleicht gar nicht die Kurbel da brauche. Aber es sah für mich sehr stark danach aus. Sechseckig. Ich kann ihn auch untersuchen, fällt mir gerade ein, ne? Idiot. Ah! Wo kommt ihr denn jetzt her? Wollt ihr mich verarschen oder was ist hier los? Och. Ich frage mich jetzt ernsthaft, was machen die hier? Die waren doch gerade alle noch. Die waren alle noch nicht da, also ohne Scheiß. Keiner war hier. Ah, ich gehe mal in die falsche Richtung. Ich werde wahnsinnig, ey.
Ah, kann ich vorbei? Mogeln geht nicht. Nein, okay. Hau ab. Eigentlich ein unnötiger Schaden, ne? Wir machen jetzt Folgendes. Ich lade nämlich gleich dann nochmal neu. Check! So, gucken wir mal. A Hex Edged Crank. Its grip is heavy. Kann ich auch irgendwie einfach gehen? Ja, hier, guck mal. Reset, genau. Ja, mach fertig. Also sechseckiges Gedöns, ne? Ist immer ein gutes Zeichen. Weil das Loch war, oh, sechseckig. Das heißt, ich werde da höchstwahrscheinlich mit der Kurbel weiterkommen. Was ich aber nicht nett finde, ist, warum sind jetzt überall Zombies? Gefällt mir nicht. Wirklich gar nicht. Ich meine, ich habe genug Munitionsgedönskirchens, ne? Aber trotzdem, ich hätte gern ein Upgrade für meine Knarre, für meine Beretta. Ist das eine Beretta? Habe ich die noch? Oder was ist das für eine Waffe? Ich habe da noch gar nicht drauf geschaut. Check! M92F Custom, a custom handgun made for stars. It uses 9mm, ist okay. Was haben wir hier? Good check. Benelli M3S, an easy to carry sort of shotgun. Und die Magnum Smith & Wesson M62-9C. Oh, sogar aus Edelstahl, schön. Weniger Rückstoß, in Ordnung. Gut, ich habe ja so die grobe Hoffnung, wenn ich die Kurbel einsetze, dass ich die auch direkt los bin, weil ich dann keine andere Verwendung dafür habe, ähnlich wie mit dem Brecheisen. Gut, aber die Hoffnung stirbt halt zuletzt, ne? So, schauen wir mal. Ist der geil auf mich? Ich glaube, der ist geil auf mich, super. Ja, töten ist dann direkt töten, würde ich sagen, ne? Nein. Boah, Alter. Wird wahnsinnig. Na, oh, es lebt auch noch. Super. Dann töte ich halt beide. Mir soll es doch egal sein. Ohne Scheiß. Wie viel hältst du aus? Oder haben die wirklich Treffer gezogen, weil ich am Anfang nur in die Beine geschossen habe? Wäre eine coole Sache, ne? Aber hätte ich jetzt nicht vermutet, muss ich sagen. Ich habe die ganze Munition hergestellt vor dem Speichern. Gut. Sogar mal so eingefallen. Ja, aber wenn jetzt hier überall neue Viecher natürlich kommen, ne? Puh. Fände ich nicht nett, muss ich sagen. Keine Hunde. Gott sei Dank, okay. Das ist nett. Also, das heißt, an der Abzweigung erstmal nach rechts. Ich hätte natürlich auch schon mal das Kabel mitnehmen können. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Was kostet die Welt? Na, Spiegel, du weißt genau, was ich vorhabe. Das ist ätzend. Du weißt genau, okay, ja, du hast die Kurbel nicht dabei, dann kommen jetzt auch keine Zombies. Aber wenn du die Kurbel dabei hast, mein Freund, ne? Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Hier sieht es erstmal entspannt aus. Okay. Ach, schon wieder R2, L2, Entschuldigung. So, Dankeschön. Quietsch. Es ist das Geräusch aus dem ersten Teil. Willst du mich verarschen? A broken hex crank is inserted here. I can't turn it without... Oh Gott. Oh, wisst ihr, was ich jetzt brauche? Jetzt brauche ich einen Schraubenschlüssel. Ich renne da nicht nochmal zurück. Nee, nee, ich bin viel zu voll für. Oh Gott, wie schlecht ist das denn, bitteschön. Okay, aber der Vorteil ist, ich weiß, ich werde doch zumindest schon mal die Kurbel los. Das ist schon mal gut. Oh, ich habe doch gesagt, nimm das Scheißding mit, weil du kommst ja immerhin irgendwie in eine Art Autowerkstatt, wo es sieht ja zumindest so aus, ne? Und was nehme ich nicht mit? Ja, gut. Ich brauche den Satz nicht beenden. Oh, ist das schlecht. Ich bin so schlecht, ne?